Mein Name ist Carola Tesche. Ich bin hier auf der Produktronika in München am Stand der EPP. Bei mir ist Herr Thomas Blim von ASM Assembly Systems. Hallo Herr Blim. Hallo Frau Tesche, schön Sie kennenzulernen. Schön Sie kennenzulernen. Auf der Produktronika wurde der Hermes-Standard vorgestellt. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr Informationen geben zu der Einführung? Genau. Ja, es hat einen großen Hype um den Hermes-Standard gegeben in den letzten Tagen. War viel in der Presse. Ich glaube, es ist auch ein großer Schritt, den wir jetzt machen. 28 Hersteller weltweit haben sich zusammengefunden, um das Thema Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation auf eine neue Ebene zu heben. Wir arbeiten zusammen, um Daten miteinander auszutauschen, um praktisch auch einen neuen Handshake zu vereinbaren. Und es ist jetzt möglich, dass alle durchgängig Daten weitergeben innerhalb der Maschinen. Das war bisher nicht möglich. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Schritt geschafft. Zur Produktronika haben die Mitglieder erste Initiativen vorgestellt, Implementierungsprojekte, Lösungen, Case Studies. Können Sie uns hier kurz skizzieren, was da dahinter steckt? Ja, die Mitglieder sind mega motiviert, den Hermes-Standard umzusetzen. Es ist ein ganz schnell sich etablierender Standard. Im März haben wir die erste Schnittstellenspezifikation rausgegeben. Es gibt auch Testtreiber, gegen die getestet wird. Und die Mitglieder sind alle heiß drauf, was zu implementieren. An den verschiedenen Ständen sehen Sie verschiedene Stati, die dargestellt werden. Bei ASIS sehen Sie was. Sie sehen auch bei Saki was, wo ASIS mit Saki zusammen erste Workflows zeigt. Bei uns ASM Inhouse stellen wir auch dar, wie eine Leiterplatte über die Linie praktisch zwischen den Maschinen schon miteinander durchgereicht wird, wo die Daten weitergegeben werden, wo auch sich der ganze Workflow schon anpasst, wo die Breiten automatisch verstellt werden, die Programme zum Teil automatisch schon geladen werden. Das sind Themen, die momentan laufen. Und es ist wirklich schön, das mitzuerleben, wie sich das jetzt gerade, was sich da tut. Und wie geht es mit dem Hermes-Standard weiter? Der Hermes-Standard ist ein offener Standard. Es ist erstmal jeder Equipment-Vendor eingeladen, der in der Linie steht, da mitzumachen, sich einzubringen. Es sind momentan 28 Mitglieder. Ich kriege fast jeden Tag neue Anfragen, noch jemanden mit dazuzunehmen. Das ist super so, es muss auch so sein. Kleine Firmen, große Firmen, alle sind bei der Hermes-Initiative erstmal gleichwertige Partner. Sie können sich einbringen, die besten Ideen zählen. Es wird dann demokratisch abgestimmt. Kleine, große Firmen haben gleich viel Stimmrecht und so entwickelt sich das weiter. In ein paar Monaten ist die nächste große Entwicklerkonferenz. Eine Entwicklerkonferenz hatten wir die Woche und es ist echt schön, wie es da weitergeht und mit was für einem Engagement da alle dabei sind. Eine tolle Sache. Vielen Dank für die Informationen. Besten Dank, Frau Tesche, fürs Interview.